Willkommen zur Analyse der fünften Partie von der polnischen Extraliga, der stärksten polnischen Liga. Und zwar spielte ich mit den Schwarzen Steinen gegen Großmeister Robert Kempinski, Elo 2568. Letztes Jahr hatte ich auch gegen ihn gespielt in der polnischen Liga, verloren. Von daher wollte ich es diesmal besser machen. Ich spielte mit Schwarz, eröffnete mit C4, was er in der Regel nicht tut. Von daher dachte ich mir, er hat irgendwas vorbereitet gegen das, was ich normalerweise tue. Und habe dann einfach gesagt, ich mache was anderes, mal sehen, was du dann machst. Nämlich E6. Normalerweise spiele ich hier entweder E5 oder Springer F6. E6, Springer C3 und jetzt Springer F6. Und wenn jetzt Weiß nicht überleiten möchte in Nimmt zu Indisch oder wie auch immer hier Springer F3, D5, D4 in diese Hauptsysteme, dann muss er E4 spielen. Das muss der kritische Zug sein über diese Zugreihenfolge. Und insofern hat er es auch gemacht. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. D5 ist ein Zug, der Hauptzug, aber recht gefährlich, finde ich. Es gibt dann Varianten mit E5 oder erschlagen. Und ich hatte mir kurz diesen Zug angeschaut. Ich glaube gar nicht für diese Partie, aber ich wusste, dass es diesen Zug gibt und dass er spielbar ist, C5. Und die Hauptvariante ist jetzt eigentlich E5 und dann Springer zieht zurück und so weiter und so fort. Aber ich dachte mir schon, er kennt das jetzt nicht und wird jetzt nicht irgendwelche langen Theorievarianten spielen. So war es auch. Ich spielte Springer F3, ich spielte Springer C6. Wir sind jetzt in so einer Art sizilianische Variante eigentlich mit C4. Ja, und D4 ist jetzt allerdings nicht besonders gut, weil ich kann hier auf D4 schlagen und direkt Läufer B4 spielen. Das ist vollkommen in Ordnung für Schwarz. Gute Variante hier. Und deshalb spielt der Läufer E2. Und der Computer meint, einfach E5 zu spielen. Was für mich ist das verrückt, weil Weiß hat quasi zwei Tempi mehr in dieser Stellung. Er hat Läufer E2 kostenlos bekommen und jetzt noch kurz auf Rade. Der Computer sagt, ist trotzdem alles easy hier. Okay, E5 könnte man machen. Man könnte aber auch D5 spielen. Ich dachte mir, D5 ist der richtige Zug und ich glaube, es führt jetzt zu einer ausgeglichenen Stellung. Aber ich wollte es einfach nicht. Ich wollte jetzt nicht hier einfach direkt alle Figuren vom Brett nehmen, mehr oder weniger. Also es wird jetzt hier alles abgetauscht und das wollte ich nicht. Es war mir zu langweilig. Ich wollte eine richtige Partie haben. Ich wollte eine richtige Partie haben. Von daher spielte ich Springer D4. Kein guter Zug, muss man ganz klar sagen. Ich fand es aber interessant. Die Antwort habe ich nicht so richtig gesehen oder und ich habe es unterschätzt. Ich glaube, wenn man so spielen möchte, dann kann man mit Dame B6 anfangen. Vielleicht Dame B6, wenn man so spielen möchte, wie ich das gemacht habe. Auch mit der Idee gegen D4 gerichtet. Weil wenn ich jetzt einen anderen Zug mache wie D6 oder Läufer E7, dann spielt Weiß D4 und dann steht er besser. Da hat er hier diesen Marocci-Aufbau und steht besser, ganz klar. Okay, Georg, für dich kommen wir auf diese Partien und das Ende noch zu sprechen, okay? Für dich. Ich habe ja schon gesehen, dass du dich da schon gewundert hast. kommen wir noch zu. Also Springer D4, warum ist das kein guter Zug? Wegen E5. E5 wäre hier stark gewesen, hat er aber nicht gespielt. Nach Springer G8 dachte ich, jetzt Springer schlägt D4, Bauer schlägt D4, Springer B5. Das ist jetzt sehr konkret. Und ich dachte, okay, da im B6 ist doch alles in Ordnung. Aber B4 ist sehr lästig, hier den Bauern zu geben. Der kann gar nicht geschlagen werden. Hier steht Weiß sofort auf Gewinn nach Turm B1. Und ansonsten droht C5. Ja, nicht gut. Nicht gut. Weiß würde direkt sehr gut stehen. Computer sagt, einfach Bauern abgeben, Springer H6, D6. Ja, aber Weiß hat einen Bauern mehr und steht klar besser. Ja, gut. Das hat mein Gegner zum Glück nicht gemacht, sondern kurz rochiert. D6. D3. Und jetzt Läufer D7. Gut, Läufer D7. War so ein bisschen gerichtet gegen Springer schlägt D4 und Springer B5. Ich sehe gerade, der Computer schlägt das trotzdem vor. Aber kann ich nicht so richtig nachvollziehen, weil ich finde, diese Stellung hier nach Läufer schlägt B5, C schlägt B5 ist vollkommen in Ordnung für Schwarz. Zumindest nach meinem Dafürhalten. Okay. Ja, ich könnte mich auch weiterentwickeln mit Läufer E7, vermutlich. Folgen wir der Partie. Es gibt noch genug zu besprechen. Läufer E3. Jetzt da haben B6. Das ist die ganze Idee, ich möchte eben nicht E5 spielen, weil wir haben dann quasi symmetrische Stellung, nur dass Weiß ein paar mehr Tempi mehr hat. Und deshalb da haben B6. Und
Wenn er jetzt schlägt, dann schlage ich eben wieder. Und behalte hier Flexibilität in meiner Stellung. Er spielt jetzt Turm B1, der Bauer, gut, ob der jetzt direkt hängt, ist eine andere Frage, aber Turm B1 verfolgt auch selbe Ideen wie B4, deshalb habe ich A5 gespielt. Und er spielt jetzt A4, was mich ein bisschen überrascht hat, aber interessantes Konzept. Läufer E7 und Springer B5, das war die Idee dahinter, den Springer zu schützen. Und hier schlug ich mit dem Läufer, das ist vielleicht gar nicht so gut. Vielleicht sollte ich einfach mit dem Springer schlagen. Oder was hatte ich? Hatte irgendwas? Irgendwas hatte ich hier analysiert. Ganz kurz. Ach ja, Springer schlägt E2, Dame schlägt E2 und jetzt Läufer C6. Vielleicht so. Vielleicht so den Läufer hier gegen den Bauern stellen. Aber ich dachte, der Springer auf B5, das ist eben die Frage, ist der lästig oder kann ich den dulden? So, das ist ein bisschen die Frage. Ja, ich glaube, auch hier steht Weiß ein wenig besser. Im Großen und Ganzen gewinnt Weiß ein bisschen mehr als Schwarz auf jeden Fall. Es ist schon ein Vorteil, mit Weiß anzufangen. Mini Gigant R6S. Folgende Partie. Läufer schlägt B5, A schlägt B5 und kurz auch gerade. Und ich dachte, okay, vielleicht kann ich denn in der Zukunft D5 spielen im geeigneten Moment. Sieht ganz gut aus. Springer schlägt D4, E schlägt D4. GM Hertnick hatte 2,650 plus, echt? Das würde mich jetzt aber gerade überraschen, aber gut, das weiß ich gerade nicht. Grüße gehen raus an Gary, guter Mann. So, Läufer G5 kam jetzt und ich dachte mir schon, seine Idee ist jetzt hier den Läufer abzutauschen. Weiß könnte den Läufer auch auf dem Brett behalten, mit Läufer D2 und vielleicht so Ideen wie B4, aber ihm hatte nicht gefallen, dass dann mein Springer nach C5 kommt. Ich finde es auch recht sinnvoll, recht okay für Schwarz. Dame C5, Läufer steht auf 6, Läufer steht auf 6 und Turm A1. Gut, und ich dachte, wenn ich hier nicht konkret etwas unternehme, dann ist die Stellung einfach Remis oder sollte Remis sein. Ich denke, es ist auch einfach so. Ich könnte beispielsweise meinen Läufer nach B6 stellen. Gut, ich müsste erstmal meine Dame ziehen, weil nach Läufer D8 kommt hier. Ah ne, Läufer D8 geht, klar. Läufer D8 geht, ja. Er hatte irgendwie so etwas vor. Turm A4, Läufer B6, Dame A1. Aber jetzt ziehe ich einfach meinen Turm weg. Ja, er kann B4 spielen, kann er machen. Aber selbst wenn die A-Linie öffnet, es nützt ihm nichts. Hier steht der Läufer, der deckt die Felder. Da passiert nichts. Ich denke, die Störung ist einfach im Gleichgewicht. Ich wollte aber natürlich mehr. Ich dachte, okay, wenn ich etwas probieren will, dann jetzt mit D5. So, Bauer schlägt, Bauer schlägt. Hier macht der Computer B3. Den Zug haben wir, glaube ich, beide nicht besonders beachtet. Weil nach B schlägt C4, B schlägt C4 hier immerhin Schwarz einen gedeckten Freibauern hat auf der A-Linie. Dem Computer scheint das nicht besonders zu jucken, aber ich finde, dass wenn hier jemand besser steht, ist es Schwarz. Das ist so mein Gefühl, mein Dafürhalten. Okay. Es kam anders. Es kam Dame B3, D schlägt C4, D schlägt C4. Jetzt auch erstmal B6. Ich war froh, immerhin einen Freibauern zu bekommen, so Ideen manchmal mit D3 zu haben. Ich dachte, okay, vielleicht gibt es hier Chancen. Läufer F3. Und jetzt, ja, danke Hospice für den kurzen Research. Läufer F3, Turm D8. Jetzt Dame D3 ist auf jeden Fall notwendig, sonst spiele ich selber D3. Läufer D5. Hier könnte ich auch D3 spielen, aber es, ja, die Störung ist ausgeglichen. Hier passiert nicht viel. Ich dachte, Turm AD1 oder Turm FD1. Ja, Turm AD1 beispielsweise, Dame D4. Turm schlägt D3, Dame schlägt B2. Wenn ich jetzt noch meinen Läufer nach C5 bekommen könnte, theoretisch, würde ich gut stehen, weil ich habe hier einen Freibauern. Das wäre schön, aber reicht nicht. Turm B1. Und C5 Gegenspiel und Weiß bekommt selber einen starken Freibauern. Und es ist eine gute Störung oder eine ausgeglichene Störung. Es ist nicht viel los. So, deshalb habe ich D3 nicht gespielt, sondern Turm E8. Dame nach D3. Dame nach B4. Und jetzt Turm B1. Interessanter Zug. Er wollte mir nicht das Feld C3 geben für meine Dame. Was verständlich ist. Computer sagt hier, es ist alles ausgeglichen. Ich finde, es ist für Schwarz ein bisschen angenehmer zu spielen.
Okay. Turm B1. Jetzt habe ich erstmal H5 gespielt, um hier ein bisschen Raum zu bekommen. H4. Ja, ich habe meine Stellung tatsächlich etwas unterschätzt. Ich dachte, ich stehe überschätzt, überschätzt. Ich dachte, ich stehe etwas besser. Aber es ist alles ausgeglichen. Nur der Computer gibt sogar Weiß Vorteil. Okay, G3. Ich hatte eigentlich mit H4 eher gerechnet. Ich kann den Bauern eh nicht gut schlagen, weil er dann auf D4 schlägt. Doppelangriff. Ja, dann G3, König G2. Sieht ziemlich ausgeglichen aus. Aber mein Gegner wollte auch noch auf Gewinn spielen und sagte sich, okay, lass ihn doch G3 spielen. Lass ihn doch H4 spielen. Kann er machen. Ich dachte mir, okay, ich mache das gerne, weil ich solche Ideen wie H3 habe im geeigneten Moment und der König könnte in Gefahr kommen. Jetzt Turm D1. Turm E5. Er kann hier nie auf D4 schlagen, weil ich immer einen Abzug habe mit meinem Turm. König G2. Ergibt Sinn. Und hier Dame E7 ist nicht der richtige Weg. Dame C5 sollte ich spielen. Dame C5 droht jetzt auch ein Qualitätsopfer. Also wenn Weiß einen Zug spielt wie, ich weiß nicht, was würde Weiß spielen? Turm E1? Nee, was wäre ein nicht so guter Zug an dieser Stelle? Turm E1, ich glaube Turm E1, dann könnte ich Turm D schlägt D5 spielen, Bauer schlägt, Dame schlägt. Dame F3 geht nicht wegen H3. König G1 kann ich selber H3 spielen eventuell. Und nach F3 schlage ich auf B5. Und dieses Endspiel wäre besser für Schwarz. Mit zwei Bauern für die Qualität, der Bauer auf B3 ist schwach. Und ja, wenn er B3 spielt, kann ich sogar D3 spielen. Sieht gut aus für Schwarz hier. So, zurück zur Partie. Dame C5 wäre ein besser Zug. Er sollte Dame F3 spielen. Jetzt ist das Qualitätsopfer nicht so vielversprechend. Und ja, ansonsten ist auch hier wieder nicht sehr viel los. Ich habe Dame E7 gespielt, mit der Idee, Dame D7 und H3 zu spielen. Er spielt Dame F3. Und warum habe ich jetzt nicht Dame D7 gespielt? Ja, weil er dann auf D4 nehmen kann. Genau, ich kann den Bauern einfach schlagen. Das war das Problem. Ich hatte hier mal wieder nicht viel Zeit. Ich dachte, spricht doch eigentlich nichts gegen Turm E2. Tatsächlich steht hier Schwarz schon schlechter. Der Computer sagt, bester Zug wäre hier die Qualität zu geben. Mit Turm schlägt D5 und Dame D7. Das kommt mir schon so ein bisschen wie eine Notlösung vor. Vermutlich okay, aber sieht nicht gut aus. Nach Dame C5. Ja, gut. B3. Ich finde auch, das sieht alles in Ordnung aus für Schwarz. Aber der Computer gibt hier ein bisschen Vorteil. Ja, ich glaube aber, Dame C5 ist in Ordnung. Dame C5 einfach hier zurückgehen. Okay. Folgende Partie. Turm E2 wäre gut, wenn nicht dieser Zug kommen würde. Und das hat mich jetzt echt kalt erwischt. Kalte Dusche hier. König F1. Der Turm hat nicht genügend Felder. Wenn ich nach C2 gehe, ist der Turm einfach weg. Dame D3 oder Dame B3. Der Turm ist gefangen. Nee, Dame B3 nicht. Wegen Dame E2, aber Dame D3 einfach. So. Ja, was soll ich machen? Turm E8 läuft in Läufer C6 rein. Das ist das Problem. Ich kann den Turm auf E2 nicht gedeckt halten. Ich habe noch D3 überlegt, wäre auch eine Möglichkeit, aber ist auch nicht besonders gut. Also Turm E5 zurück. Und Weiß wiederholt nicht die Züge, sondern schlägt jetzt einfach ganz frech diesen Bauern auf D4. Hier sollte ich einfach einen Zug spielen wie G6. Einfach sagen, okay, ich habe einen Bauern verloren, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. G6 Stellung verbessern und ich sollte das Remis hier halten, denke ich. Ich spiele Turm E8, denke mir, ja, ich stelle hier ein paar Drohungen auf, aber Pustekuchen. Gut, Turm E1 ist tatsächlich keine Drohung. Er spielt jetzt eiskalt G schlägt H4. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Der schlägt einfach den Bauern, ignoriert komplett meine Drohung, denn es ist keine Drohung. Ja, zweite kalte Dusche. Tatsächlich glaube ich, dass G schlägt H4 gar nicht der beste Zug ist, sondern einfach den Turm zurückbringen nach D1 wäre vielleicht noch unangenehmer für mich. Und Weiß sollte auch hier recht gut stehen. Okay, G schlägt H4 und wiederum G6. Sollte einfach G6 spielen. Hier wurde mal Zeit,
immer knapper und ich spielte Turm E1 Schach. Turm steht D1, Dame steht D1, König G2 und jetzt darf ich den Turm nicht schlagen wegen Matt in zwei Zügen. Dame steht F7 und Dame H5 Matt. Das ist das Problem. Also spielte ich Dame E2, um die Damen zu tauschen. Ich habe zwar zwei Bauern weniger, aber im Endspiel hätte ich auch gewisse Chancen. Turm F4, bester Zug. Und hier habe ich jetzt einen schweren Fehler begangen, einen Verlustzug gespielt, nämlich Dame schlägt B2. Stattdessen sollte ich Dame schlägt F3 spielen. Gut, ich dachte, König schlägt F3 und ich kann eben nicht auf B2 schlagen, weil dann der Bauer weg ist, logischerweise. Und gut, der Computer meint Turm E5. Ich glaube, es wäre hier ein sehr schwieriges Endspiel, aber die beste Chance. Vielleicht bei korrektem Spiel ist es Remis, aber mit zwei Bauern weniger aktuell könnte sehr schwierig werden. Dame schlägt B2. Es kommt Dame H5, greift den Bauern an auf F7. Ich spiele Turm E7. Verteidige den Bauern. Und hier sehen wir sehr schön das Angriffspotenzial von ungleichfarbigen Läufern. Ungleichfarbige Läufer haben häufig diesen Ruf, dass es eine hohe Remis-Tendenz gibt. Aber das ist nur der Fall, wenn es pure ungleichfarbige Läufer sind, also es keine weiteren Figuren auf dem Brett gibt. Und hier gibt es natürlich weitere Figuren auf dem Brett. Und dann sorgen die ungleichfarbigen Läufer dafür, dass man sehr gut angreifen kann. Und hier ist weiß derjenige, der angreift. Und steht deshalb komplett auf Gewinn. Turm E4. Die Idee ist, den Turm abzutauschen und dann auf F7 zu schlagen. Das hatte ich auch gesehen. Dachte mir, gut, Dame B4, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Und hier kann Weiß gewinnen. Hier kann Weiß gewinnen. Und ihr seid gefragt, wie könnte Weiß hier gewinnen? Ich möchte gerne zwei Züge, also eine Variante mit drei Zügen sehen. Drei Züge. Und wer jetzt das Video später schaut, kann natürlich auch darüber nachdenken. Ja. Oder also das Video sogar anhalten, wenn man es möchte. So, Freunde, was denkt ihr? Seid ihr noch fit? Seid ihr noch wach? Könnt ihr auch nachdenken? Kerl 89 gibt den ersten Vorschlag. Lauf schlägt F7, Turm schlägt F7, Turm E8. So kam es in der Partie, ist nicht der richtige Weg. Samich sagt C5. C5 spiele ich, Dame schlägt C5. Und dann was? Martin Schaf sagt, Turm schlägt, Dame schlägt, danach? Verstehe ich nicht. Lauf steht auf 7, wird wieder vorgeschlagen. C5, 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 Dame steht C5. Ich habe gesagt, eine Variante mit drei Zügen möchte ich sehen, mindestens. Variante mit drei Zügen. C5, Dame steht C5. F7 Schach, wie gesagt, nicht der richtige Weg. Bisher hat es noch niemand genannt. Den richtigen Weg. Nigel DT sagt C5, Turm 4. Ja, Turm C4, genau, das ist der Punkt. C5 unterbricht die Dame, die Deckung von Dame und Turm, greift auch die Dame an übrigens. Ich kann nicht schlagen, das ist wieder dieses altbekannte Matt, Dame H5. Also schlage ich den Bauern und jetzt kommt ein sehr unangenehmer Zug, Turm C4. Und hier hätte ich während der Partie einfach aufgeben müssen. Direkt. Die Dame ist angegriffen und wenn ich die Dame ziehe, kommt Turm C8. Gut, Turm E8, was sonst? Und jetzt wiederum Deckung aufgehoben. Das war's. Wenn der Turm auf die achte Reihe kommt, ist Game Over. Und hier müsste ich meine Dame abgeben, aber das braucht man auch nicht mehr weiterspielen hier, diese Stellung. Eieiei, das war ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Aber er hat zum Glück nicht gespielt. Er hat Lauf schlägt F7 gespielt, was jetzt das Remis forciert. Er hatte ein bisschen Angst hier vor dem A-Bauern. Er könnte auch auf andere Art und Weise weiterspielen. Dame G4 oder sowas in der Art. Aber es wäre dann auch, denke ich, ausgeglichen. Lauf schlägt F7, forciert hier das Remis. Turm F8. Der Turm ist nach wie vor gedeckt. Und hier ist jetzt einfach Dauerschach. Und wir haben Remis gemacht. Also da bin ich echt mit dem blauen Auge davon gekommen. In dieser Partie. Ganz klar.
ganz klar mit dem blauen Auge davon gekommen. War keine gute Partie. Ich hatte tatsächlich auch hier eine Erkältung bekommen, um die Zeit, die sich auch bis zum Ende des Turniers fortgetragen hat. Ich kann es, glaube ich, nicht ganz darauf schieben, aber so ein bisschen kann ich es darauf schieben. Also hier blaues Auge davon bekommen, Remis am Ende gegen Kempinski. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.